Hallihallo und herzlich willkommen bei der Let's Play Ankündigung zum Mega Drake Kingdom Server. Ja, in diesem Server gibt es ja jetzt eine Welt, wo wir Königreiche machen und damit den Königreich in den Krieg ziehen. Also zum Beispiel jetzt mal, wir haben Krieg gegen das grüne Königreich und wir sind das rote Königreich. Dann machen wir Krieg und ich werde dabei sein live. Ja, live nicht wegen dem Hochladen, aber ungefähr live dabei sein, wenn wir Krieg machen. Und in diesem Let's Play werde ich dieses Reich ein bisschen mithelfen aufzubauen. Und ja, hier ist der Spawnpunkt von der Kingdom-Welt. Da wird dann das Portal sein und dann könnt ihr eigentlich wählen, ob ihr ins Grüne wollt und ins Rote. Und das Reich der Dragone, also es kann auch noch ein anderes rotes Reich geben, das halt nicht noch schwarz ist, sondern weiß oder so. Und müsst ihr einfach das am Spawn eigentlich auswählen, das Reich der Dragoner. Und dann kommt ihr hier eigentlich in die Einwanderungsbehörde. Und da tut ihr euch irgendwie bewerben oder so, falls ihr auch wollt. Also ihr braucht einfach Minecraft ohne Crack, also ganz Original Minecraft mit dem Original Account und könnt eigentlich auf megadrake.nitrado.net euch dann einloggen auf dem Server. Die Gebiete sind geschützt, also wenn ich jetzt hier slash Region Info eingebe, dann ist da Region EBD, Einwohner Behörde Dragoner EBD. Und das ist also geschützt, da kann niemand abbauen, außer die OPs oder die, die in der Region eingefügt wurden. Und ihr müsst also einen freien Platz suchen, wenn ihr ein Haus bauen wollt. Und am besten so, dass es dann die Leute, die hier bauen, auch nicht im Weg ist oder so. Ihr dürft gerne den OPs Bescheid sagen, ob ihr bauen dürft dort und werdet dann, ja, eventuell geschützt dort, also dass man nicht dort noch bauen darf. Und jetzt fliege ich dorthin, wo wir im Let's Play wohnen werden. Und das ist hier. Genau hier. Ich habe mir jetzt ein Flower Forest Wald, genau, jetzt habe ich es ausgesucht, einen Hügel. Und werde hier das Haus bauen, hier drauf. Und hier unten eine Farm bauen. Und eben, ich werde immer wieder zwischendurch dann nach vorne gehen und Häuser bauen oder hier Häuser bauen. Und eventuell werden wir hier eine große Farmanlage machen oder sonst irgendwas. Darf jeder mithelfen, dass die Farm so groß wie möglich wird. Und dass ich einfach hier mein Haus da drauf habe. Und hier drüben darf gerne Mega Coolman, der Owner, oder Floster, der Owner, draufbauen oder irgendjemand anders. Hier kann noch jemand draufbauen. Der muss einfach hier noch ein bisschen, ja, hat genug Platz eigentlich. Hier drüben kann auch noch jemand bauen. Hier kann noch jemand bauen. Das ist einfach so ein bisschen die der Stuff, was die Owner hier bauen können für das Rote Reich. Und ja, mal schauen. Aber eben, das Let's Play kommt ab morgen oder übermorgen kommt der erste Part und ich werde recht viel für das Rote Reich machen. Ich werde natürlich das Grüne Reich auch vorstellen und wenn andere Königreiche, die ihr übrigens auch gründen dürft, gebaut werden, werde ich die natürlich auch zeigen im Let's Play und werde eben für das Rote Reich auch kämpfen, wenn es mal wirklich zum Krieg kommt, weil es kann nicht immer gute Beziehungen zum Grünen Reich geben. Also wenn ihr mal Also wenn im Grünen Reich jemand im Weg ist, also so, dann darf man richtig Krieg anlegen. Also wenn das Grüne Reich jetzt hier zu weit nach Norden geht und dann rüber geht oder so, können wir denken, wir machen Krieg und wir wollen diese Ländereien eigentlich erobern, damit wir hier mehr Platz haben. Also müssen wir Krieg machen. Und dann dürften die Roten oder die Grünen dürfen dann das Gebiet einnehmen, mit Flaggen dekorieren sozusagen und dann wird das eigentlich übertragen. Aber das wird durch die Owner dann übertragen. Da gibt es leider kein Plugin noch dazu. Aber ich will es einfach so machen, dass man eigentlich die Königreiche mit genug Kampfstärke
einnehmen kann. Aber nicht alles. Also ja, so, dass man noch expanden kann. Also wenn jetzt das Grüne Reich hier alles vom Roten Reich eingenommen wird, dann darf das Grüne Reich eigentlich in diese Richtung hier, weil da noch nichts ist, expanden. Und die Königreiche dürfen auch nicht zu groß sein. Also wenn jetzt im Königreich Rot 10 oder mehr Leute sind und im Grünen Reich nur 4 Leute oder so, dann dürfen im Roten Reich eigentlich keine Leute momentan noch dazukommen, sondern müssen dann im Grünen Reich sein, solange bis es wieder beim, ja, bis es ein bisschen wieder wieder normal, also ausgeglichen ist, oder? Also dass genug Spieler eigentlich in einem Königreich sind und ausgeglichen ist. Ja, und so wird das eigentlich gehen. Je mehr Clans, desto wilder wird es natürlich. Und ich bin mal wirklich neugierig schon fast, was es noch für Königreiche geben wird. Orange gibt es ja noch, gelb, blau, alles Mögliche gibt es noch Farben. Also man kann eben mehrere Farben haben. Wir sind jetzt einfach rot-schwarz und da drüben ist grün-schwarz. Aber es kann jetzt zum Beispiel auch ein Königreich geben, das grün-weiß ist. Oder grün-blau. Oder auch drei Farben. Aber einfarbige Königreiche wird es wahrscheinlich nicht geben. Und eben, es wird eigentlich. Okay. Es wird wahrscheinlich dann eben so die Regeln geben, dass man dann halt noch mehr Farben braucht. Und ja, im Let's Play werde ich im Roten Reich sein und damit habe ich eigentlich genug erzählt. Und dann gibt es noch ein paar Vorstellungsvideos von den verschiedenen Welten. Aber jetzt muss man mal das Let's Play starten, oder? Also hier ist die Einwanderungsbehörde, dann werde ich mal noch eine Schmiede bauen und ein Gasthaus müssen wir auch noch bauen. Und Pauli Witz ist hier im Roten Reich jetzt. Der wollte zuerst im Grünen Reich sein, aber hat sich dann umentschieden. TB Gamer ist hier und Justin ist eigentlich auch im Roten Reich. Wir sind also alle drei im Roten Reich. Aber im Grünen Reich werden wahrscheinlich trotzdem noch Leute kommen, hoffentlich. Sonst ist einfach Aufnahmestopp für einige Zeit. Und ja, die haben jetzt schon mal eine Mauer gebaut, wir noch nicht. Eventuell werden wir auch nicht, dass die Mauer schon hier machen, sondern irgendwie da drüben oder so. Je nachdem. So. Eben das Portal, alles Mögliche kommt noch. Und ja, eigentlich das Video ist jetzt sowieso nicht so Ankündigungsvideo, eher Vorstellungsvideo, aber ja, man kann halt wenig erzählen, wenn man das Let's Play noch nicht angefangen hat. Aber ich danke euch trotzdem fürs Schauen und wir sehen uns dann hoffentlich im Let's Play wieder. Dankeschön fürs Schauen. Tschüss.